ihr braucht keinen Stoff, esst Lammhoden, trust me. Und natürlich kann so ein Video nur von Schwarzwald John kommen. Let's go. Gepflegt, aber ich will ihn unterhalten. Hier ist ihr Schwarzwald John in dem Start wieder. Und heute sind wir wieder in der Metzger hier, bei der Kudiseladen hier. Die haben fast Feierabend, aber ich bin immer hier. Heute würden wir die Eier vom Lamm kaufen, weil in der letzten Zeit haben wir mal... Chat, einmal eins in den Chat, wer schon mal Lammhoden probiert hat. Pikachu, danke dir fürs Abo. Vielen lieben Dank. Arzt gesagt, ich habe wenig Testosteron und so, oder? Und muss meine Testosteron... Eier vom Lamm. Ja, und möchte meine Testosteron versteigern. Lammhoden. Lammhoden? Lammhoden, ja. Also diese Lammhoden erhöhen euren Testosteronwert, oder wie? Lammhoden, wow. Ja. Die Jungs, die da draußen, die wenig Testo haben, brauchen wir nichts Testo nehmen und reinballern. Einfach die Lammhoden kaufen, kriegt man richtig hohe Testo. Glaub mir, du Baumuskel wie ein Tier. Bruder, natürlich stimmt das nicht. Mach nur Spaß. Tier, wie ein Löwe, weißt du? Sonst würde ich jeden Tag Lamm essen, Lammhoden. So, ich mein. Aber die Hassfrauen. Ja, deshalb hat mich die GmbF für 10 Jahre disqualifiziert, weil du Lammhoden gegessen hast. Geil. Hass ist richtig geil. Die Hass vom die Lamm und so. Das bringt dann mehr Gefühle, oder was? Ja, wenn du die Hass isst, ist sehr schwer, dass jemand dein Herz brechen kann. Weißt du? Also, wir haben jetzt gelernt schon mal in der ersten Minute 2 Weisheiten. Habt ihr ein gebrochenes Herz oder beziehungsweise habt ihr Angst, dass irgendeine Dame euer Herz brechen kann oder irgendein komischer Vogel, dann esst auf jeden Fall Lammherzen, dann kann keiner euer Herz brechen. Habt ihr zu niedrigen Testosteronwert, knallt euch Lammhoden. Ein Lammhoden alle 2 Tage, 250 Gramm. lecker. Also ich muss schon sagen, die sind größer als ich dachte. Ja, aber nichts größer als meins. Bruder, wie viel kostet das? Ich wollte einer kaufen von Mohammed. Manchmal schläft er bei mir und er muss beten, weißt du. Und alle meine Kollegen sind Muslime. Wenn 5 Uhr oder 2 Uhr, die wollen beten, die können in die Ecke irgendwo gehen, wo richtig sauber ist. Die dürfen nichts bei meiner Wohnung, weißt du. Überall ist, weißt du, was ich meine. Wo man Dreck macht, darf man nichts beten. Rindfleisch. Das ist aber Truthahn. Ja, aber... Er nimmt Salami aus, wo Fett Trut dran draufsteht und sagt Rindfleisch. Digga, John ist einfach Legende. Ja, mit Rindfleisch. Und wie heißt es? Ja. Für den kleinen Hunger zwischendurch ein bisschen ja. Rindersalami mit Trut. Pre-Workout. Wir gehen jetzt noch trainieren. Ja. Heute nicht wundern, ich muss kurz meine LKW-Dehnübung machen von LKW-Fahrer. Ja, habe ich extra geguckt, wie man die macht. Willst du auch ein bisschen? Nein, danke. Jetzt wir sind fertig mit dem Einkaufen und jetzt wir sind endlich ins Gym und so. Willst du was zu der Kamera sagen? Er ist ja lieb. Er ist der liebste Karl in Kleberfeld-Offenburg. Er lächelt immer jeden Tag. Und ja, weißt du, was ich sagen will? Dieser Lächeln muss sie halten, weil die Leute lächeln nichts hier. Danke. Und wenn du hier reinkommst, guck mal, sag mal ehrlich. So, jetzt geht es schon besser ein bisschen bei mein Rücken. Ey, wo ist Sound? Sogar Computer ist kaputt gegangen. Ich aus und so halt. Deswegen, I fucking laugh every day. And when I see you smile, your smile is worth more than 1 million. Weißt du, was ich meine? Thank you very much. Danke sehr. Give it up, yeah. Bitchin. Very much. Wirklich, dieser Junge ist einfach so. Junge, musst du auch lachen, ne? Nichts immer, weißt du, was ich meine? Servus, alles klar? Keiner weiß, was er meint. Immer lächeln, okay? Ja, yeah, this is the key to success, you know what I mean? Nein, der Junge ist super, super Karl, er ist immer am Lächeln und so. This is something that people can never take from me. I wake up in the morning, I just start smiling and people are, damals meine Arbeit, man sie fragt, was gibt hier zu lachen? Ich sage, du, was ist das Problem? Ich muss, have a smile, bro, life is good, oder? Uns geht ja, gut. Aber du, John, du weißt, dass uns gut geht. Leute hier wissen nicht, wie gut es uns geht. Ja, aber weil guck mal, ich habe meine... Immer lachen. Ich denke mal, John hat auch in Gambia so viel gelacht, Alter. Not so hot like Pauline, abonniert seit 6 Monaten. Danke schön. ESN bringt uns jede Woche ein neues Produkt und so, weißt du. Also, das ist ein neues Produkt, das stimmt. Ja. Aber. Ja. Ey, geile Sorte, Freunde, schmeckt brutal. Sprichst das bitteschön sehr schön aus. Dankeschön, ich weiß. Du bist laktoseintolerant. Ja, trotzdem trinken. Und du scheißt und furzt uns das ganze Ding voll. Deswegen ja. Habe ich dir das hier mitgebracht. Ja, ich weiß, aber trotzdem, bei mir scheiße egal, wo ich pups oder wo ich. Ja, nee, aber das wäre doch gut, wenn du jetzt ab jetzt veganes Isofil trinkst. Ja, Veganer. Und hier nicht mehr das ganze Gym verstinkst. Und haben wir unseren Meter Plus X? Meter X, das ist nicht Meter Plus. Ja, mal den Unterschied. In Mathematik. Komm, erklär mal, John soll mal jetzt den Unterschied erklären. Da bin ich mal gespannt. You have X and plus. You know what I mean? So, X times 0, what it gives you, I can explain it später more.
Mathematik mit John. Times zero is zero. Null multipliziert man nicht. Post die Kamera. Post die Kamera, bitte, aber nicht filmen. X is more stagger. Habt ihr gelesen, was da stand, Freunde? Plus, when you take it in a mathematic standpoint. Also willst du damit sagen, Meta X ist eine stärkere Version von Meta Plus? Super. Da ist jetzt ganz einfach. L-Carnitin mit dabei, N-Acetyltyrosin. Astragalus. Da ist Mate-Tee. Yeah. Yerba Mate, we have ingredient from South America. Ich sag dir, die Nitro X, das ist kein Zeug für Kinder. Oh, tatsächlich, da ist gar kein Koffein drin. Ja, aber trotzdem, die Pumpe ist einfach krass, weißt du. Manchmal könnte man platzen. Kriegt man auch Pumpe sogar unten manchmal. Wirklich? Ja, ja. Ey, ohne Witz, solche Sachen könnt ihr natürlich auch vor eurem Schlafzimmeraktivität nutzen, ne? Arginin und Citrullin. Dadurch blutet auch was anderes. Da wird auch was anderes gut durchblutet, ne? Nur mal so zur Info nebenbei, Freunde, am Rande. Halber vom Depression. Halbe Portion reicht, ja. Ich nehme auch halbe Portion, das ist ein brutaler Pump. Ich nehme mal ganze Portion. Ist halbe Portion. Mach mal 20 Gramm, da wirst du schon, da werden die Arme platzen, wenn du jetzt Arme trainierst. Yo, man, Bro, was geht ab? Was machst du denn da? Ich koche daheim, also. Nichts. Okay. Ja, gern. Kannst du kommen, wenn du. Einfach so, sieht jemand, er lädt ihn direkt ein. Direkt. Und so. Ich habe halt noch eine Freundin dabei. Your girlfriend, Freundin, oder? Nein, nicht Freundin. Alter, wie kannst du mir so vertrauen, dass du deine erste Date bei mir daheim bringst? Ich vertraue dir, Bro. Boah. Komm, da war doch gestaged, Alter. Boah, der weiß nicht, was gekocht wird. Du vertraust die Falsa. Ich koche die Eier vom Lamm. Oh, ich werde richtig krass. Afrikanisch. Ja, ist gut für Leute, die wenig Testosteron haben und so. Und muss ich ehrlich sagen. Also gut für den Kollegen, der da gekommen ist mit dem Pegado-Hoodie. Die Durchschnitt von Leuten heutzutage, die haben alle drei irgendwas. Ich habe genug Testosteron. Ah, das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht. Du bist Deutscher. Afrikaner haben mehr Testosteron. Du bist Deutscher, sagt er. Normale Deutsche haben 3,5 oder so. Und normale Afrikaner haben 7, etwas. Doppelte. Aber egal, ist nichts rasches beleidigt. Einfach. Ja. Ist einfach. Ey, der hat den einfach geroastet, einfach so beim Vorbeigehen. Where are you from? Belgium. Are you from Belgium? Yes. Really? Yes. But you look like somebody from... Tell me. Czech Republic, Croatia or... No. I'm just a from Belgium guy, man. Bro, Belgium. I am not like you. I didn't come with boat, you know? I came by car. It's really funny that you say something like that. From Belgium people, I don't know. He's from Belgium, man. Ich bin nicht wie du, ich bin nicht mit dem Boot gekommen, Digga. Geht's noch? Tell me, he's not like me, he's gonna come like... But you know what Belgium did? Oh. Jetzt geht's los. Jetzt nicht nur Mathematik, sondern auch Geschichte. Killer Music Z, danke fürs Prime-Abo. Oh, King Leopold. Yeah. Bro, if you see me, you have to bow down before me. Bro, you have to bow down for you. Yeah, you know why. Today you have the chance to come to Germany and have universities. Bro, I build Belgium. Without Africa, there is no Belgium. You have to be honest to yourself. Yes, you see, some people are not smart, so you let people build it for you. No, it's not about that. No, it's not about smart. I'm joking. Yeah. All love to Africa. Belgium. All love to Africa. You know, I know. But what I'm trying to say is that people think like Hitler is the slimster person. Belgium is the slimmest country in the world. Belgium was... Also wir haben gelernt, Belgien, schlimmstes Land auf der Welt. It's like they were ruling Congo. And King Leopold, viele Leute sehen diese Hand vom Schokolade in Belgium. Weißt du, was das bedeutet? Mhm. Wenn Leute nichts mehr als ein Kilo Rohstoffe bringen können, die Hand wird dick. They chop their hands, they chop their Fuß. The most brutal thing that happened to human race was in Congo and was by King Leopold from Belgium. And King Leopold make a lot of money. Ja, mit den Kolonien früher, das war natürlich auch, und Sklaverei, das war irre, was die gemacht haben, ne? Das war wirklich nicht cool. Aber ich sag, ach, egal. He generates a lot of money through Congo. He can build Congo. Aber sehr, sehr, sehr geiles Oberteil hier. Digga, das sieht richtig auch mit der Farbe sehr, sehr cool. The biggest buildings in Belgium was built by King Leopold. And all was developed from Congo. And King Leopold is the one that shaped Congo like this.
That's why Congo will never have peace. They will. It's divided into countries all over King Leopold walks. It can be forgiven, but we cannot. I cannot forget you about forgive it. Forgive me, bro. I forgive you, man. Because we are iron brothers. You know, that's the most important thing. That's the game. Yeah. We always talk about politics, young boy. Links bist du hier. Ich habe jetzt Barbell-Calls gemacht, 50 Wiederholungen, 45 bis 10 Wiederholungen als Pyramid gemacht. Und jetzt mache ich Kurzhandel. Ich nutze die Zughilfe, weil ich will so viel Wiederholung machen. Normalerweise ich will Hammer-Calls machen, weil durch Hammer-Calls arbeitest du die Arme und die Trizeps und so halt. Bullshit. Hammer-Calls arbeitest du Trizeps? Oh shit. Yeah, when you're doing Hammer-Calls. Bullshit. If you do Hammer-Calls, du arbeitest auch deine Trizeps. Hammer-Girls. Bullshit. Glaubst du mir oder und nicht? Und bei Langhandel-Calls auch Trizeps oder nicht? Guck mal, only this kind of form. You do it like this, when you do it like this, and you do it like this, there is a difference. Ah, mit Hammer-Curls können wir auch unseren Trizeps trainieren, Freunde. Digga, so viele Weisheiten in einem Video, unglaublich. Yeah, but the difference, I don't think the difference is the triceps. Nein, ist... Egal. Weißt du was? Okay, also, pump up the triceps. Letztes Wochenende in der Diskothek. Und warum hast du jetzt die Zughilfen nochmal? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Diese Zughilfe muss... Für bessere Grip beim Curl. Ist so, dass ich gehe im Puff. Im Puff braucht man keine Kuddel, keine... Weißt du, you don't cuddle with your... Weißt du, im Puff ist ganz anders. Ich war noch nie im Puff, ich sag dir einfach. Ich war da, aber ich habe nichts gemacht. Ich war neu in Deutschland. Der geht mir genauso immer wie diese Fassungslosigkeit von Dennis. Ist unglaublich, Alter, zwischen den Sätzen. Richtig geil. Land, weißt du, was ich meine? Da haben wir unsere erste Asylgeld bekommen, ich und ein Kollege. Dann sind wir im Puff gelandet. Einfach so gucken, weißt du, was ich meine? Dann haben wir ein paar Afrikaner gesehen. Die sagen immer zu uns, wenn wir kommen, nein, kein Schwarzer, kein Schwarzer. Und wir sind in andere Dinge gegangen, vom Rumänien oder so. Alter, Real-Life-Story, John im Puff, Alter, geil. Die wollen uns auch nichts nehmen. Die sagen, kein Schwarzer, kein Schwarzer. Die wollen immer alte deutsche Männer nehmen, weißt du? Weil es easy Arbeit. Puff, puff, puff. Ich würde niemals in meinem Leben Puff zahlen. Niemals. Warum soll ich? Ist nichts gut, Bro. Was ist nicht gut? Puff oder dafür zahlen? Zahlen ist das Problem. Darüber wird ausgiebig und ausführlich im Verhör gequatscht mit Werner. Über Bordelle, Rotlichtmilieu und natürlich auch Fitness, ne? Und Bodybuilding. Da könnt ihr euch drauf freuen. Auch meine Meinung in Bezug auf diese Thematik wird da auch drin vorkommen. Kommt bald online. Ich denke noch im März auf jeden Fall. Hilfe Pussy, Bro. Jetzt kommen wir zu meinen Form. Ja. Immer noch einen dicken Bauch. John, mach den Bauch weg. Zu viel Döner-Teller. Was sagt ihr als Bodybuilding-Experten? Ich bin keiner Bodybuilder. Nein, die zwei. Das ist auch Kram, stabil. Ist gut. Ja, natürlich stabil, aber zu viel Bauch, Alter. Gibt es irgendwo Verbesserungspotenzial? Bauch, Bro, das ist. Wenn nur der Bauch weg ist, sieht das Ganze geil aus. Wann kommt Feuer mit Phil? Ich denke mal nächste Woche oder vielleicht sogar dieses Wochenende. Mal gucken. Bumper, das braucht man, weißt du, ich meine. Wenn der Bauch jetzt weg wäre, was wäre schlechter? Guck mal, du hast den Bauch hier. Du bounce, weißt du, ich meine. Bounce. Die Jungs weiß, was ich meine. Was ich sagen will, be content with what you have. Love yourself and be patient with yourself. Absolutely. And love your body. Don't compare your. Aber wenn ich dicken Bauch habe, dann liebe ich meinen Bauch, meinen Body nicht mehr. Self with this influencer people like me. Nein, warte mal, mit dieser ganzen Body Positivity, glaube ich, John, ist es an der Zeit. Wir müssen jetzt ein Schwarzwald-John-Only-Fans machen. Okay, können wir machen. Da kannst du einfach mit Unterhose kochen. Ja, naja, und dann so mit Dönerfett den Bauch einreiben. Wie heißt ist dein Name? Schwarzwald-John-Only-Fans. Ey, der klärt einfach Weiber wieder mit seinen Onlyfans. Guckt mal da. Guckt euch John mal an. Kennst du Natur, sagt, ich trinke kein Alkohol. Digga, worüber unterhalten die sich da? Jeder wohnt mit. Okay, Jungs, gehen wir kochen für mehr Testosteron. Geil. Erstmal für weniger, mehr Testosteron. Muss man das mariniert hier, weißt du, ich meine Zitronen und so, Garlic Powder. Ich denke, irgendwo habe ich was anderes. Digga, wie mariniert der denn? Das ist ein Sauce. Meine Küche ist richtig gut, Mann. I'm gonna cook something called like Yassa.
Dann habe ich das alles mariniert hier. Na, hast du. Eiersalat! Oder wie viel Öl der frittiert diese Hoden da? Was geht? So, das sind die Hoden, ja? Yeah. Erste Mal, dass ich jetzt sowas esse, ja? Ja. Yeah. You're from Congo, weißt du? Hast du da Milch reingemacht? Ja, die Milch ist da schon inklusive. Hast du da Milch reingemacht? Das kommt mir ja bekannt vor. Was? Ich liebe es, zuzugucken, wie der kocht. Ist gut geworden? Ja. Du bist happy? Ja. Wir machen gerade eine Challenge. Und zwar? Wer als erstes lacht? Ja. Oh, da kommt der Kollege noch mit seiner Chaya. Erstmal Schuhe raus. Ja. Ist die da? Die richtige Deutsche, weißt du, war sehr gut. Jonas. Richtig, Jonas. Ja. Wo ist dein Mädel? Und die kenne ich eben nicht. Gianluca. Ja? Gianluca. Ich dachte, Gianluca müsste eine Frau sein. Luca. Gianluca, wunderbar. Weißt du, was du essen hier? Rinderhoden hat er gemeint, oder was? Sind das alles schon die Hoden, oder? Ja. Guck mal, der gibt nicht mal den Leuten da jeder einen einzelnen Teller. Die essen alle von einem Teller. Ja, Pierre Dolle. Die Soße ist gut. Probier mal die Hoden dran. Ja. Machst du jetzt auch Hoden? Also isst du jetzt auch? Ja. Kannst du mal ein bisschen drauf machen? Schmeckt normal. Ja. Schmeckt bestimmt wie Fleisch jetzt, ne? Wenn man es nicht wüsste und einer sagt, hier ein bisschen Lamm-Eintopf, da würde auch jeder essen. Schmeckt jetzt nicht nach Hoden, oder? Ja. Na Junge, wie soll denn auch Hoden schmecken? Ich bitte dich. Hast du mal probiert, oder? Wie schmeckt das? Ja. Hätte ein bisschen länger gekocht sein können. Ja, das ist gut. Das schmeckt richtig geil. Muss man ehrlich sagen. Das ist eine Kopfsache. Mhm. Ja. Damit Besteck, das kenne ich, aber ich dachte, wenigstens kriegt jeder einen Teller, Alter. Wenn man ohne Besteck isst, das fühle ich, das kenne ich auch, aber so alle von einem, komm, gib doch mal ein paar Teller hier an die Jungs, Mate. Ja, ich kann mal. In 4 Wochen, du wirst richtig dicke Eier haben. Ich bin ein Mann, ich habe Schwanz, ich habe Eier. Aber meine Körper, weißt du, was ich meine? Ich kann transformieren, transgender. Warte nochmal, bitte. Bitte nochmal, Alter, der war gut. In 4 Wochen, du wirst richtig dicke Eier haben. Na jetzt? Ich bin Mann, ich hab Schwanz, ich hab Eier. Ich bin Mann, ich hab Schwanz, ich hab Eier, okay? Aber meine Körper, weißt du, was ich meine? Ich kann transformieren, transgender, film, weißt du? Aber die Eier ist ganz anders, die Körper ist ganz anders, weißt du, was ich meine? Nein, ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Kamera ist aus jetzt, ne? Du hast eine Freundin. Alter, du leckst wie Musse, wo Periode und alles Stresszeit rauskommt. Das stimmt. Und leckst du? Ja, stimmt auch. Das ja, stimmt. Du Rohfleisch da. Weil muss ich lecker das Rohfleisch essen. Das ist kein rohes Fleisch. Es ist Rohfleisch, das ist Fleisch, Kollege. Bist du so alt? Das ist der. Digga, die unterhalten sich über solche Geschichten und sind dann am Essen dabei. Wahnsinn, Essen noch Hoden, Alter. Beste Leute. Gib mir 2 Wochen abonniert mit Prime. Ich danke dir. Weißt du, was ich meine? Das ist only the juice. Oh, Jesus Maria. Guck mal, beißt du etwa ab oder irgendwas? Nein, du leckst es ab. Aber gibt manche Männer, die leckern den Arschloch, wo der Kacke rauskommt. Ja, das machst du. Ja, das ist was anderes. Aber ich verstehe den Punkt. Machst du auch? Junge, was für Themen, Alter. Oder, du hast mir letzte Woche gesagt. Du bist Veganer. Aber du leckst Schwanz oder du leckst Mussi. Du bist auch Fleisch. Ey, ich wünschte mir da jetzt so die militante Veganerin mit auf den Coach, Alter. Du isst das nicht, aber das ist Fleisch. Okay, sag deine ehrliche Meinung. Also ich find's gut. 1-10. Und wenn man es 1-10, das ist ja so eine 8 vielleicht. 7, so 8. Gut, nicht schlecht. Self-Core. Und wenn man es nicht wissen würde, dass es Hoden sind, würde man es auch gar nicht merken. Ich würde sogar eine 9 geben. Also ich fand's richtig lecker, safe. Eine 9 von 10? Okay. Ich esse Reste. David ist ein bisschen Pussy geworden. Was? Du hast nichts gegessen. Ich hab gegessen. Bro, du esst, du leckst ein Arschloch und dann ziehst du dich aus. Kein Arschloch. 7,58. Frag deine Oma oder. 7,58, okay. Oh, Onkel Mirek, guten Abend. Deine Opa, nach dem Zweiten Weltkrieg, was haben die hier gegessen? Hallo, bitte im Chat beide, egal wer was schreibt. Onkel Mirek ist da, der blockiert euch gleich beide weg. Gestern in mal ein bisschen Ruhe hier im Chat, ich will keinen Streit hier. Sogar manche haben Hunde gegessen, weil die haben nichts was zu essen. Ich habe eine Idee. Muss mir in den Puff gehen. Wie? In den Puff.
Das wird auch mal ein geiler Vlog. Schwarzwald schon im Rotlichtmilieu. Also, nein, wir machen diese Jacuzzi und Sauna und so. Nichts zum Ficken. Ja, mein Ding ist FKK so mäßig. In Love habe ich ja gehört, gibt Dinge in Sauna. Aber ist unfair, ist nichts gut für meine, weißt du, meine Religion. Weil die bringen alle Frauen und Männer in einen Raum für die Sauna. Sowas darf nichts sein. Separat immer, weißt du, ich mein's. Nee, separat, muss ich ehrlich sagen. Weil, guck mal, du gehst als Mann da rein, guckst du was und kriegst du eine Standard, gehst du heim, hast du Kopfweh, hast du. Ja, genau. IMW ist nichts gut für dich, oder? Du kriegst Kopfweh, wenn du Standard hast. Ja, wenn du langer Standard hast, 7 Stunden Standard. Ja, schau, was genau. Digga, was für ein Schwachsinn-Gespräch hier auf dieser Couch. Unfassbar. Nee. So was habe ich noch nie erlebt. Afrikaner, wir sind anders, weißt du, mein Bruder. Aber hey, kurze Rede. Das Video muss hier beendet, denn ich sag. Ja, besser ist es. Ja, was? Das ist ein Tipp. Wenn du die Swans vom Esel isst. Ein alter Mann hat uns erzählt damals, wir waren Kind. Und sagt, wenn du die Kacke vom Esel nimmst. Bruder, ich glaube, diese Hoden, die tun dem gar nicht gut, Alter. Und verbrennt. Und dieser Rauch lassen die kommen in deinen Swans, bis dein Swans wächst. Haben wir gemacht und nichts ist passiert. Und so. Der hat das auch so nachgemacht. Aber Eselficken habe ich nicht gemacht. Aber mein Kollege hat gemacht. Hey Junge, Alter, was? In diesem Sinne, wenn ich. Johns Kollege hat einen Esel gebumst, Alter, was? Wenn wir das Video hier ändern, ich danke da jeder draußen für die geile Vater-Support. Bitte nichts fappen. Jungs, komm 14. Februar, Valentin, geh ins Gym, pump mal. Die Scheiße raus und geht wieder heim und schlafen. Kein Geschenk kaufen. Also Freunde, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ne? Da hat der Schwarzwald John in diesem Video also wirklich eine Weisheit nach der anderen rausgehauen, Digga.